So Leute, wir machen einen kleinen Abstecher in das Jahr 1999 und wir spielen einen richtigen All-Time-Classic. Heroes of Might and Magic 3 in der HD-Edition. Basiert auf der Spielreihe Might and Magic. Vielleicht kennen noch die älteren Hasen unter euch das Ganze als Dungeon-Crawler wie Eye of the Beholder oder Lands of Lore oder dergleichen. Und Heroes of Might and Magic ist eine sehr beliebte Spielreihe gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch aktuell gibt, die das Ganze in den Strategiesektor führt, in rundenbasierte Rollenspielstrategie. Und was soll ich sagen? Ein fantastisches Spiel, das viele, viele Fans hat. Zu Recht, Heroes of Might and Magic 3 gilt, glaube ich, auch so als der beste Ableger der Reihe. Es gibt natürlich mittlerweile, glaube ich, schon 5 oder 6 oder 7 oder so. Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall viel mehr neue Teile. Aber wir spielen den Klassiker, Heroes of Might and Magic 3 aus dem Jahre 1999 in der HD-Edition. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Teil 5 war der letzte. Lese ich gerade hier im Chat. Sieben Wochen sind vergangen, seit wir Enroth verlassen haben. Sklaven, die wir aus der Hand der Regnaner befreiten, berichten von Unruhen in Eratia. Teil 7, sage ich doch. Chat. Guckt euch diese Grafik an. Ich fürchte, die Gerüchte sind wahr. Dennoch muss ich den Beweis mit eigenen Augen sehen. Der Ozean war so gnädig, die Gefallenen an seinen Ufern zu begraben. Doch über den rauchenden Ruinen von Cloudfire lag der Hauch des Todes. Was ist das für eine komische Rüstung, die anhat? Es gab keine Überlebenden. Nur das Schlachtfeld erzählte das Geschehen. Außer der massiven Zerstörung deutet die Anwesenheit von Minotauren auf eine plündernde Bande hin. Trotzdem war das Heer gut organisiert. Das sieht aus wie Hannes. Guckt euch das an. Wie er noch die Augen rollt. Kurz bevor er zu Stein wurde. Oh, shit. This is really happening to me. Das ist das Werk der Dungeon Overlords. Offensichtlich waren die Zauberer vorbereitet, wurden aber dennoch überrannt. Taten zerreißen mein Herz und schüren meinen Hass. Eratias Banner muss respektiert und gefürchtet werden, aber niemals in Eid. Ich denke an meinen geliebten Roland und meinen Sohn Nikolai und wie weit mich dieser Krieg von ihm fortträgt. Aber meine Aufgabe ist klar. Das Königreich meines Vaters muss überleben. Eratia darf nicht in die Hände seiner Gegner fallen. Eratia. So. Dann wollen wir noch ein neues Spiel. Einzelszenario, Mehrspieler, Kampagne. Was machen wir? Kampagne, oder? Lang lebe die Königin, Dungeons und Teufel. Kriegsbeute. Lang lebe die Königin, oder? Ja. Achso, das sind die. Sind das die Fraktionen oder was? Sind das die drei Fraktionen? Wie muss man sich das vorstellen? Hier scheinen ja auch noch welche dazu zu kommen. Dungeons und Teufel. Chat, was machen wir? Dungeons? Unterschiedliche Stories einfach. Muss man mit Lang lebe die Königin anfangen? Komm, ich mache jetzt einfach erstmal hier. Komm, wir können immer noch gleich ändern. Lang lebe die Königin, Kampagnenbeschreibung. Als wir gelandet waren, wurden
Die Gerüchte und unsere Befürchtung bestätigt, nach dem Tod meines Vaters wurden die Ländereien Eratias von seinen gierigen Nachbarn unter sich aufgeteilt. Heimkehr, Szenariobeschreibung. Um zu gewinnen, müsse die Stadt Terraneus ausfindig machen und erobern. Eure Helden dürfen in diesem Szenario nicht höher als Stufe 6 aufsteigen. Aber eure vier stärksten Helden werden euch das nächste Szenario dieser Kampagne begleiten. Ich darf nicht über Level 6 aufsteigen. Wähle einen Bonus. Ein Zelt, ein Pikanier oder Smarties. Das ist jetzt natürlich die Frage, was nehmen wir hier? Was ist das? Ich glaube, das heißt Ressourcen, eine Armee. Das weiß ich nicht so genau, was das bedeutet. Ich nehme mal das Ressourcenpaket, oder? Kann man ja eigentlich fast nicht falsch machen, die Ressourcen. So. Nach unserer ersten Landung entdeckten wir einen verwüsteten Vorposten. Informationen sind rar und meistens unzuverlässig. Bewohner angrenzender Dörfer sind geflüchtet. Letzte Überlebende erzählen widersprüchliche Dinge, aber alles deutet auf eine Laieninvasion hin. Sammelt die lokalen Truppen und bildet sie schnell aus. Vernichtet alle feindlichen Kräfte, die euch begegnen. Rechnet mit dem Schlimmsten. Rechnet mit einem Krieg. Von Catherine Ironfist, Königin von Enroth. General, unsere erste Landung deutet auf eine Invasion der Dungeon Overlords aus Negon hin. Oh nein. Diese Leute sind schon seit 30 Tagen unter der militärischen Herrschaft Negons. Wir nehmen an, dass die angrenzenden Städte Plinth, Mirham und Trailia ebenfalls unter der Kontrolle der Negon oder der Eofold stehen. Andere Generäle sind ausgeschwärmt, um die Ausmaße dieser Gebietsverletzung zu bestimmen. Eure Aufgabe für diese Gegend ist einfach. Etabliert einen Stützpunkt, heuert ortsansässige Söldner an, bestimmt das Ausmaß der Negon-Invasion und findet ihre Invasionsrouten. Falls ihr ihren Hauptstützpunkt sichern könnt, werdet ihr die übrigen Truppen schnell eliminieren können. Viel Glück. Okay. Also. Ach, guck mal. Mausrad hoch und runter scrollt tatsächlich die Map. So, und hier haben wir... Ach, ich steuere mit den Pfeilen. Ich wollte die Karte steuern. Okay. Eine Gruppe Bogenschützen mit dem Wunsch, euch... Guck mal, die... Aha, das ist der gute Christian. Zwei Angriff, zwei Verteidigung, eins Zauberbuch und eins... Irgendwas. Ja, so war das damals, ne? Da gibt's noch nicht irgendwie 10.000 Tooltips oder so. Ich kann aber jetzt, glaube ich... Sind die gut oder böse? Kann ich da hin? Nachdem ihr die Gegend durchkämmt habt, stolpert ihr über ein verstecktes Schatzlager. Ihr dürft das Gold nehmen oder es unter den Bauern verteilen und Erfahrung sammeln. Wofür entscheidet euch? Wir nehmen das Gold. Ich weiß zwar noch nicht, wofür es gut ist. Kann ich nur den Helden spielen oder kann ich auch die Einheiten spielen? Ah, guck mal hier. Ach, ist das geil. Angriff, Verteidigung, Spezialität, Balliste. Erhöht Angriff und Verteidigung aller Ballisten für jede erreichte Stufe nach der vierten Stufe. Gute Moral, kann eure Armeen zu sehr angreifen und Kampf gewinnen. Einfache Führung. Mit neutralem Glück landen die Armeen nie einen glücklichen oder unglücklichen. Okay, das sind einfach alles die Perks, die ich habe. Und das sind seine Einheiten. Ich habe 17 Pikaniere und 39 Bogenschützen, so wie ich das sehe. Okay. Diese Pikaniere, was machen wir mit denen? Ich gehe erstmal hier zu diesem Kessel und gucke, was das ist. Ihr findet eine kleine Menge Quecksilber. Ach so, hier unten sind... hier unten sehen wir... Seht ihr das? Ja, ihr seht hier die Ressourcen. Sehr viele Ressourcen tatsächlich. Was haben wir hier? Da steht nicht genau, was das ist. Ich glaube... Alter! Das ist ein bisschen dumm, dass man... Mit den Pfeiltasten steuert man tatsächlich den Held hier. Aber jetzt ist er fertig.
Zauberpunkte ist für den Kampf gleich. Ach so, mit denen muss ich labern, glaube ich, dann schließen die sich mir an. So, was haben wir hier? Ist das der Stadtbildschirm? Sägemühle, Alchemistenlabor. Hier kann man dann später, glaube ich, kann ich die Sachen bauen oder muss ich die einnehmen? Ich weiß noch nicht. Im Rucksack. Verschiedenes ausgestattet. Fähigkeiten. Das ist das Geld. Okay. Das sind die Zaubersprüche. Richtig. Ein Zauberbuch. Ich wieder raus. Da. Ah, das ist der Stadtbildschirm. Okay, ich muss. Sorry Leute, ich muss erstmal selber wieder reinkommen. Dorf, Rathaus, Greife rekrutieren, Pikeniere rekrutieren, Bogenschützen rekrutieren, Fort, Magiergilde. Kreisrat, hast du das denn? Geht das von oben nach unten? Was möchte ich denn von mir? Okay. Stelle. Benötigt Schmiede und Kaserne. Okay, ich verstehe. Boah, guck mal, ich habe ja richtig viel Geld. Ach nee, ist das Geld? 31.000, ist das Geld? Diese Klumpen, sind das Goldklumpen? Bin mir nicht ganz sicher. So. Also theoretisch kann ich jetzt ein Kreisrathaus bauen. Kann nicht bauen. In diesem Zug wurde... Ach so, ich kann nur eine Sache bauen. Okay, ich verstehe. So, was ist, wenn ich hier drauf gehe? Jetzt kann ich hier Einheiten kaufen. Rekrutiere Greife. Ich kann hier 7 Greife für 200 pro Stück. So, dann kaufen wir die jetzt einfach mal alle. Rekrutieren. Wir haben ja genug Kohle. Jetzt habe ich die hier im Gepäck. Jetzt können wir noch weitere. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich brauche am Anfang. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Ich werde jetzt nicht die ganze Kohle schon rausschmeißen. Oh, was haben wir hier? Fort, Bogenschützen. Werden die hier ausgebildet? Hier werden Mönche ausgebildet. Aber die kriege ich gar nicht. Alles, was du mitnehmen kannst, soll ich alles kaufen? Okay, alles kaufen, sagt Chat. Wir haben auch ehrlich gesagt eine Menge Geld. Okay, die Mönche, dafür muss ich wahrscheinlich diese Sachen dann erst bauen. Okay, jetzt habe ich hier meine Armee. Fort, Kreis, Rathaus, okay. Sind die, habe ich die jetzt alle bei mir? Nee. Wie kommen die jetzt... Scharfschützen auswählen. Aber wie? Also, die chillen in der Stadt, bis ich sie abhole. Okay, dann muss ich jetzt wohl erstmal hier den Zug beenden. Ein von mir haben Speer betritt den Innenhof von Caryatid und berichtet, Mirham ist von Truppen aus ehrenvoller Negern gesetzt worden. Okay, aber das nehmen wir noch mit. So. Das ist nämlich der Klassiker bei Heroes of Might and Magic, ähnlich wie es bei mir dann später auch bei mit Age of Wonders war, ist nämlich, dass man immer noch dieses, noch ein Zug noch, noch da hinten den Schatz, noch diese Sache fertigstellen, noch die Leute rekrutieren. Es ist ein Fass ohne Boden. Aber ich müsste jetzt wieder was bauen können, zum Beispiel die Zitadelle.
Was habe ich gerade gebaut? Wieso geht er jetzt nicht da? Okay, dann machen wir das so. So, jetzt ist der Held da. Ja, jetzt sehen wir hier unten unseren Held Christian. Jetzt müsste ich die doch hier einfach... Geht das nicht per Drag and Drop? Wie geht das? Da, so. Zack, 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 zack. So. Und jetzt gehen wir hier hin. Schrein der magischen Gesten. Ihr trefft auf einen prächtigen Schrein, der von einer Gruppe rundlicher Ordensbrüder betreut wird. Im Austausch für euren Schutz stimmen sie zu, euch einen Zauberspruch beizubringen. Boot versenken. Leider habt ihr kein Zauberbuch dabei. Oh. Habe ich kein Zauberbuch dabei? Aber wie mache ich das? Wie kaufe ich das Zauberbuch? Wie kann ich hier irgendwas... Ach so, der Held müsste wieder in die Stadt. Ah, na, da war er ja gerade. Aber ich muss eh in die Ecke. Schon wieder vorbei. Ah, ich kann auch was bauen. Was bauen wir jetzt? Nee. Ein Schloss. 5000. Ah ja, guck mal, das sind die Ressourcen, die wir brauchen. Aber da ich das Ressourcenpaket am Anfang genommen habe, habe ich jetzt natürlich genug Ressourcen. Und kann hier das Schloss bauen. Stark von mir. Einer eurer Helfer tritt heran und übergibt euch eine Schriftrolle. Er erwähnt, dass der Speer, der sie überbracht hat, zahlreiche Verletzungen aufweist. Ihr rollt die Schriftrolle auf und lest sie. Plinth ist jetzt von Truppen aus Eofol besetzt worden. So. Wenn wir jetzt hier reingehen. Um zu zaubern, muss euer Held erst ein Zauberbuch für 500 Gold kaufen. Ja doch. Habe ich es jetzt schon gekauft? Oder nicht? Ich glaube schon. Habe ich jetzt das Zauberbuch? Wo ist das Zauberbuch? Logbuch? Da ist das Zauberbuch. Guck. Ah, ja. Okay, jetzt haben wir auch die Zaubersprüche. Das wird gleich alles interessant werden, wenn wir in den Kampf kommen, weil dann verbraucht man sogenannte Zauberpunkte für die verschiedenen Zaubersprüche. Da können wir dann sozusagen eingreifen in das Kampfgeschehen. Ist natürlich wichtig zu wissen, was die Zaubersprüche machen. Hier sind die verschiedenen Magieschulen. Und ja.
Okay, wir haben das Zauberbuch, das war eigentlich das Wichtigste. Ich frage mich nur. Ist gut. So, wir gehen weiter. Jetzt können wir auch hier den Zauberspruch. Guck, jetzt haben wir den Zauberspruch Boot versenken gekriegt. Wir könnten hier jetzt auch in die Boote einsteigen zum Beispiel und diese Meereskiste uns holen. Sollen wir das mal machen? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Wir haben die Freiheit. Und dann hauen wir den Typ irgendwann hier um. Oder den da. Jetzt gehen wir erstmal hier ins Boot. Zack. Und fahren hier zu dieser Kiste, die bestimmt mega geil ist. Hier gibt es auch Ressourcen. Ich muss nur immer dran denken, auch zu bauen in der Stadt. Zum Beispiel, oder wird das noch gebaut? Hä, aber habe ich nicht das Schloss schon gebaut? Doch. Bruderschaft des Schwerts. Bei der Belagerung erhöht die Bruderschaft des Schwerts die Moral der Truppen um 2. Rüstet eure Armeen mit Ballisten. Das wollen wir. So, und da ist sie auch schon direkt. Nur Helden auf Besuch. Okay, du brauchst eigentlich immer einen Held in der Basis, um irgendwas zu machen. Jetzt sind wir aber erstmal hier im Schiff. Und ein Speer. Sein Greifen, Reittier am Zügel und übersät mit Pfeilverletzungen und Harpienkratzern, nähert sich, kniet nieder und erstattet Bericht. General Trelia wurde von Monstern aus Nigon erobert. Okay. Guck mal hier, 1500 Gold. Dann nehmen wir das Holz. Achso, wir kriegen beides. Okay. Guck mal, man ist nämlich mit dem Schiff sehr schnell unterwegs. Ja, ich weiß, später wird der Gegner auch stärker, aber es ist ja jetzt hier erstmal Kennenlernphase. Also jetzt seht es mir nach, wenn ich jetzt hier nicht das perfekte Spiel abliefer. Also wie steigt man, dass du dir einen zweiten Helden in der Taverne kaufen sollst? Ah, okay. In der Taverne. Welche Taverne? War da eine in der Stadt? Oder wo? Müsste. Habe ich eine Taverne? Schmiede? Ich habe gar keine Taverne. Kann auch keine bauen. Kloster, Übungsplatz. Neben dem Rathaus. Hier. Wo? Oh. Ich glaube auf den. Ah, wieso habe ich das denn eigentlich? Aber das Stadtrathaus habe ich doch gebaut. Stadtansicht, da ist es anscheinend. Daneben der. Ah, ja, da. Ach, da. Okay, wow. Das muss man erstmal sehen, alles klar. Die Taverne. Nach einem großzügigen Trinkgeld flüstert der Wirt, vielleicht hat Enro das noch nicht gehört. König Greifenherz starb nicht auf natürliche Weise. Verfügbare Helden: Sanja, Stufe 1 Kleriker. Oder Olema, Stufe 1 Ketzer. Diebesgilde. Was haben wir hier? Haben wir eine zweite Heldin. Hat auch schon ein Zauberbuch. Aber noch keine Zaubersprüche. Wie es aussieht. Benötigt Marktplatz. Ah, okay. Dann bauen wir erstmal jetzt hier den Marktplatz. Komm. Da ist der Marktplatz. Ach, das ist das geil, ey. Marktplatz. Falls ihr einen Tausch anbieten wollt, klickt auf die Gegenstände, die ihr austauschen wollt. Okay. Das ist wie Siedler von Katan quasi. Hier kann man sich die nötigen Ressourcen dann tauschen,
um weitere Gebäude zu errichten. Aber was wollte ich denn machen? Warum wollte ich nochmal einen Held in der Stadt haben? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas wollte ich doch machen. Was war das denn? Ach, guck mal hier. Baut Balliste. So, und da ist unsere zweite Heldin. Die kann. Kriegt die jetzt auch hier den Zauberspruch? Boot versenken, ja. Okay. Die greift jetzt hier einfach mal an. Achtung, Kampfbildschirm, Leute. Also, wir haben hier diese Hexagonfelder und hier haben wir den Bösewicht. Das sind die Erlebenspunkte, so wie ich das sehe. Man kann das, glaube ich, automatisch ablaufen lassen. Ging das nicht früher? Ich meine, das ging. Man kann es aber auch selber machen. Hier ist Autokampf, siehst du? Aber wenn man es automatisch machen lässt, kann es natürlich sein, dass der Computer Scheiße baut. Ist halt alles noch ein bisschen... überschaubar. Ich meine, Autokampf kann man machen, wenn es wirklich ein Gegner ist, wo dann auch der Computer nichts falsch machen kann. Wie kann ich jetzt hier die Balliste feuern? Kann ich die nicht einfach... Ach, die macht automatisch, okay. Jetzt verprügeln wir den Typen. Zack. Ein glorreicher Sieg für Tapferkeit im Kampf erhält Sanja 150 Erfahrungspunkte. Ganz stark war das von uns. Also. Roglodyt war das. Ein Inferno... Nee, Infernot Roglodyt. Okay. So, und jetzt können wir hier nämlich die Ressourcen einsammeln. Und, glaube ich, sogar da... Jetzt muss ich hier erstmal zu meinem anderen Helden... Achso, kann ich auch hier machen, so. Ah ne, ist noch... Ach ja, die Runde ist ja noch. Die Astrologen verkünden die Minotaurenkönige-Woche. Minotaurenkönig, Wachstum plus 5. Die Bevölkerung aller Behausungen nimmt zu. Aha. Erstmal hier den Schatz einsammeln. Diesmal nehme ich die Erfahrungspunkte. Der ist nämlich jetzt Stufe 2. Kriegt Angriff plus 1. Verbesserte Artillerie oder... Einfache Logistik. Tja, was ist einfache Logistik? Einfache Logistik. Achso. Die einfache Logistik erhöht die Bewegungspunkte. Oh, das ist gut. Das nehmen wir. Und dann greifen wir an. Eingeschüchtert von der Stärke eurer Streitkräfte beginnen die Infernotroglodyten zu flüchten. Wollt ihr sie verfolgen und angreifen? Ja, sicher. Guckt, ja, kann ich aber jetzt auch, wenn ich die Armee sehe, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen. So, übrigens, der Held greift nicht selber. Das ist der Unterschied, glaube ich, zu Age of Wonders. Da kann der Held auch selber angreifen. Der Held steht immer eigentlich nur so da und hat so passiv Einfluss auf den Kampf und kann aber halt hier auch Zaubersprüche benutzen. Zum Beispiel magischer Pfeil. 20 Punkte Schaden. Das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Hier auf diesen Dude. Pam. Okay. Das waren allerdings nicht 20 Schadenspunkte, sondern 3. Weil der natürlich auch noch wahrscheinlich die Verteidigung, oder was? Hm. Gute Frage. Keine Ahnung, warum das jetzt dann doch nur so wenig Schaden gemacht hat.
Ach so, jetzt raff ich's. Das ist nicht die Gesundheit der Typen, sondern die Anzahl ist ja bei mir genauso. Jetzt verstehe ich, das sind quasi 10 von diesen Dudes. Und er hat 3 von denen vernichtet. Okay. Okay, okay, okay. Reicht das bis hierhin? Nein. Wie weit reicht das? Schüsselschaden. Stärkster Angriff. Schießt 2-mal. Aber steht nicht, wie weit der Angriff geht, ne? Wer ist dran? Nein. Gleicher Sieg für Tapferkeit im Kampf erhält Christian 156 Erfahrungspunkte. Okay. Stark von mir. Oh, der sieht viele Gocks. Okay. Mammutbaum-Observatorium. Von der Spitze des Observatoriums könnt ihr ferne Länder sehen. Das ist immer geil, wenn man die Karte... Nein. 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 Du kennst nicht das. Ich will nicht, dass du dahin läufst. Nein. Jesus. Kann man das irgendwie canceln? So. Also, jetzt sehen wir hier, guck mal, jetzt haben wir ganz viele Karte aufgedeckt. Und das fand ich immer so geil bei Heroes of Might and Magic. Man weiß immer nicht, man sieht so ganz viele Sachen und man weiß nicht immer, was das bringt. So, also fast jedes Feld ist irgendwas Besonderes. So, Eisenerzgrube, das klingt doch ganz vernünftig, oder? Ihr findet eine Menge Erz. Ihr erlangt Kontrolle über eine Eisengrube, Eisenerzgrube. Mit 2 Einheiten Eisenerz pro Tag kriegen wir jetzt. Ich will ihn immer. Achso, die haben wir schon. Soll ich den noch angreifen? Nein, das reicht nicht. Fels. Doch, es reicht tatsächlich. So, das sind die Gocks. Die sind schon härter, zumal die Fernkampf haben. Zu hart für mich sein. Ah, kann ich nicht.
shit, ich glaube, die sind zu stark für mich, ehrlich gesagt. Double Move. Natürlich echt gut rein, die greifen. Und nochmal. Geil. Bam, Alter, was ein super Bogenschütze hier. Das werden wir uns merken hier, General. Dings. Das war stark. Das war wirklich sehr stark. Nein, mit dem hätte ich wohl schießen sollen. Depp. Kann ich noch schießen? Nee, aber er kann. Souverän. 390 Erfahrungspunkte. Stark. Stufe 3. Was darf ich nicht höher als 4 oder als 6? Ich habe schon wieder vergessen. Verbessert Logistik oder Weisheit einfach. Die einfache Weisheit erlaubt eurem Helden Zaubersprüche der dritten Stufe zu lernen. Ich glaube, Level 6 und 4 darfst du mitnehmen ins nächste Level. Okay. Bewegungspunkte. Okay. Geilere Zaubersprüche ist vielleicht nicht schlecht. Jetzt können wir hier. Ach nee, können wir nicht. Aber sie kann noch. Sie kann hier noch hin. Das gibt nochmal Holz. Sollen wir uns das hier holen? Oder was ist das? Stelle nicht besucht. Komm. Das checken wir ab. Der Stallmeister bietet euch an, eure Armee mit Pferden auszurüsten, was eure Beweglichkeit für den Rest der Woche verbessert. Nice. Dann gehen wir noch in die Windmühle. Ressourcen. Wir können natürlich noch einen Helden rekrutieren eigentlich in der Stadt, oder? Oder wird das dann zu teuer? Ach, guck mal, was haben wir hier? Neue Helden, guck mal. Valeska Stufe 1 Ritter oder Drakon Stufe 1 Bestienmaster. Okay, den finde ich cool, den nehme ich. So, und dann bauen wir kann Stelle nicht bauen. Benötigt Kaserne. Zauberbuch, ne? Ja. Dann gehst du einfach. Wo gehst du lang? Oh, was ist denn das? Strudel. Das checken wir aus, oder? Ab ins Boot. Und dann den Strudel checken wir aus. Mhm.
Tag 2, waren wir nicht schon bei Tag 7? Na egal. So, Christian geht erstmal da rein. Würdet ihr gerne Pikeniere rekrutieren? 14 Pikeniere. Yes, nehmen wir mit. Das Holz einsammeln und hier noch rein. Eine uralte Hexe, die in einer seltsamen Hütte wohnt, heißt euch willkommen und lehrt euch Lernen aus Gründen, die nur ihr selbst bekannt sind. Das einfache Lernen erhöht die Menge an Erfahrung, die euer Helden kriegt. Ja, nice. Ach du Scheiße. Lernen ist ein schlechter Skill, sagt ihr. Warum? Weil ich dann zu schnell aufsteige. Oh Gott. Kann ich fliehen? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Verteidigen, warten, Zauberspruch. Was passiert denn, wenn ich über Level 6... Achso, weil das ein, der Slot wird blockiert. Egal, kein No Retreat, No Surrender, Leute. Das wird nichts. Ich habe auch viel zu wenig Einheiten. Ich muss fliehen. Wir müssen... Sanya flüchtet feige aus der Schlacht. Also. Okay, das müssen wir... So, wir gucken. Wir checken den Strudel mal ab. Ein Strudel erfasst euer Schiff. Teile eurer Armee fallen über Bord. Oha. Aber man sieht es jetzt hier an der Minimap. Wir sind irgendwo anders rausgekommen. Interessant. Das ist also ein Portal gewesen. Ist meine Heldin jetzt tot? Wo ist sie denn, Sanya? Ist sie weg? Ist sie tot? Wo ist sie? Sie ist weg. Ah, ich muss sie wiederbeleben. Da. Oh, ich muss sie einfach neu kaufen. Kostet halt jetzt einfach wieder Geld. Na gut. Bringt ja alles nichts. Ja, die müssen wir auf jeden Fall ausstatten mit... Oh, guck mal, ich habe nur noch 8000. So geht nämlich die Kohle weg. Siehst du, man denkt die ganze Zeit, man hat so viel Kohle. Aber wir müssen Sachen bauen, die uns Geld bringen. 2000 pro Tag hier. Das ist wichtig. Rohstoffkosten, ja, das können wir uns jetzt gerade mal nicht leisten. Berittene Soldaten sind natürlich auch wünschenswert. Bogenschützen. Habe ich schon gebaut? Ja, ne? Ja. Moment, also das, was ich jetzt... Die einfache Wassermagie reduziert die Kosten für Wassermagie-Zaubersprüche? Das, was ihr gemeint habt mit dem Slot verbraucht,
diese Slots, meint ihr, einfaches Lernen, kann ich das nicht wieder ablegen? Das kann man nicht mehr, wenn man es einmal gelernt hat, kann man es nicht mehr loswerden. Das ist, jetzt verstehe ich, was ihr mit verskillt gemeint habt. Das ist ein Dreiköpfiger. Sehe ich das richtig? Guck mal hier, das ist doch ein Dreiköpfiger. Ach du Scheiße. Cerberi? Höllenhunde, das ist nicht der gleiche. Also Bogenschützen scheinen mir hier noch echt deutlich krasser zu sein als diese Greifen. Ehrlich gesagt. Nicht mal zaubern. Easy. Jetzt haben wir nämlich hier dieses Lager, Söldnerlager. Da werde ich aber, weil ich da wahrscheinlich Einheiten kriege, werde ich gleich mit Sanja hingehen. Weil ich nämlich klug bin. Ihr trefft euch hier auf ein Lager von Söldnern in ihre Kampftechniken. Sie heißen euch in eure Truppe kommen und laden euch ein mit ihr zu. Plus eins. Ah, okay. Doch keine Einheiten gekriegt. So, dann gucken wir mal hier, was hier abgeht. Nachdem ihr mehrere Stunden damit verbracht habt, die Truhe aus dem Meer zu fischen, öffnet ihr sie, um festzustellen, dass sie leer ist. Wow. Oh, warte mal, guck mal, da ist ein Dude. Ihr habt einen, den Überlebenden eines Schiffbruchs vor dem sicheren Tod im kalten Ozean bewahrt. Aus Dankbarkeit belohnt ihr euch mit dem Artefakt Helm des Chaos. Das ist nice. Das ist nice, Leute. Jetzt haben wir hier nämlich Helm des Chaos und der macht was? Auf dem Kopf getragen erhöht dieser Gegenstand Wissen plus 3. Was genau bringt mir das? Das Wissen bestimmt, wie viele Zauberpunkte euer Held haben kann. Wo sehe ich die Zauberpunkte? Da, 10. Stadt und bauen. Ja, guck mal, jetzt kann ich hier Kapitol. Bringt euch 4000 pro Tag, kostet aber 10.000. Können wir uns nicht mal leisten. Okay, Belagerung sehe ich erstmal nicht. Die
Die Kaserne dient zur Rekrutierung von Kreuzrittern. Das Wachhaus dient zur Rekrutierung von Hellbardenträgern. Schütztum dient zur Rekrutierung von Scharfschützen. Stelle erhöhen die Bewegungsrate an Land von jedem Helden, der sie besucht. Also ich brauche hier eigentlich was, was mir mehr Kohle bringt. Dient zur Rekrutierung von Mönchen. Kostet halt alles viel, viel Geld. Wir brauchen diese berittenen Einheiten gleich. Glaube ich. Oh, guck mal, hier gibt es ein Artefakt. So, sind fertig. Oh, was ist das hier? Magischer Brunnen. Ein Trunk aus dem Brunnen hat eure Zauberpunkte wieder bis zum Maximum gefüllt. Wer bist du denn? Mystischer Garten. Das Geräusch von Musik führt euch zu einem kleineren Garten, wo ihr es schafft, euch an den Kobold heranzuschleichen, der gerade glücklich über die Lichtung tanzt. Ihr fangt ihn ein und im Austausch führt er euch zu einem kleineren Topf voll wertvoller Dinge. 500 Gold. Hm. Okay. Ah, es reicht nicht ganz. Okay. So, und dann ist Kollege hier wieder dran. Verteidigungskniffe. Wir mal hier dieses Gebäude abchecken. Ihr betretet das Heiligtum und fühlt euch sofort, als ob eine schwere Last von euren Schultern gefallen hat. Ihr fühlt euch hier sicher. Aber why? Hm. Das ist schon Level 4. Oh. So, wir können in die Stadt gehen. Zehntausend habe ich. Das machen wir. Ein Schritt zurück, um mehr nach vorne zu gehen. Jetzt kriegen wir täglich 4000 Gold. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Rohstoffsilo. So. Da ist immer noch ein Schätzchen. Es ist wirklich, jeder Pixel auf der Map ist irgendwas. Pinienbäume. Okay. Okay, dann gehst du... Kann sie auch noch da rein eigentlich? Kriegt sie dann den Buff auch? Ja, geil. Okay, dann muss er aber auch nochmal ins Lager. Alles klar. Aber das ist wichtig. So, da muss ich mit ihm ja eigentlich noch... Oh, das schafft er jetzt nicht mehr. Das, nee, das kostet zu viel, oder? Wir kämpfen stattdessen.
Lächerlich, zwei Hunde. Da lache ich mich ja schlapp. Da habe ich ja fast schon schlechtes Gewissen. Ey Leute, ich sag's euch, das Spiel macht immer noch richtig... Oh, okay. Macht immer noch richtig Bock. Also, wer sich an der älteren Grafik nicht stört, mich stört es überhaupt nicht, zum Beispiel. Macht einfach komplett Bock. Gerne Speed hoch machen. Das ist eine sehr gute Idee. Machen wir mal hier. Die Reihenfolge, wer wann angreift, kann man nicht ändern, ne? Ich glaube, das passiert hier alles automatisch. Ach, das ist ja ein Armbrustschütze. Wieso ist der denn so nah da dran? Down. Und dann nochmal. Two down. Easy. Stufe 5 Ritter. Und wir können die Meister führen, erhöht die Moral der Truppen. Oder Navigation. Die einfache Navigation erhöht die Bewegungspunkte eures Helden auf See um 50%. Das ist doch nicht schlecht, oder? Aber ich glaube, das ist besser. 50% mehr, da kommst du ja richtig schnell rum. Ich will nicht noch mehr verskillen. Ich glaube tatsächlich, können wir ihn jetzt gerade nicht angucken. Ich glaube, ich brauche Moral. Moral ist gut. Ach, das kostet sogar Geld. Nö. Doch. Handelsposten brauchen wir nicht. So, was ist hier? Schule des Krieges. Der kampferprobte Ausbilder an dieser Schule des Krieges grunzt, als ihr vorbeigeht. Für eine Gebühr von 1000 Gold kann er euch neue Angriffs- oder Verteidigungsfähigkeiten eurer Wahl bringen. Das ist ein gern gesehenes Angebot. Und du gehst... Wir müssen uns ein bisschen aufteilen. Habe ich schon gebaut? So, wir bauen das Silo, damit wir pro Runde neue Ressourcen bekommen. Schwefel, was ist das da hier? Na, geh doch da rein. Ein Besuch und ein Gebet im Tempel steigert die Moral eurer Truppen. Sternenachse. Zauberkraft plus 1. Okay, wir werden halt einfach immer stärker. Der ist ja echt schon krass jetzt hier, der Dude. Guck mal hier. 4 Angriff, 4 Verteidigung, 3 Zauberkraft. Ein Rudel gehörende Dämonen. Eieiei, das kann natürlich... Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht.
Als ihr auf eine Lichtung reitet, trefft ihr dort einen Gelehrten aus der Universität, der sein Pferd ausruhen lässt. Er stimmt zu, euch etwas von seinem Wissen zu vermitteln, bevor er weiter. Einfache Bildung. Die einfache Bildung erlaubt eurem Helden, Zaubersprüche der ersten und zweiten Stufe zu lehren und zu lernen, um Zaubersprüche mit verbündeten Helden zu tauschen. Ah. So, Beastman, dann zeig mal, was du kannst. Boah. Nun. Was haben wir? Magischer Pfeil. Hier. Paff. Oh Gott. Die sind natürlich sehr langsam, die Dudes. Glaube ich, oder? Ich komme gar nicht an die ran, ey. Das ist ein absolutes Mismatch. Ich habe hier diese langsamen... Der darf sogar noch. Jetzt. Komm, mach mal was Gutes. Oh. Immerhin. Stark, wir schaffen es doch noch. Um ihn rum? Warum? Na gut. Das wird eine enge Kiste hier. Das wird eine enge Kiste hier. Wir machen den. Komm. Sehr gut. Jetzt geht er wieder auf die andere Seite. Ich drehe durch. Der will mich doch savagen hier. So, stark von mir. Aber der braucht unbedingt neue Einheiten. Aber hier gibt es richtig viel Schwefel jetzt, oder was? Naja, kriegen wir jetzt gerade noch nicht ran. Das Schild will ich lesen. Mirham, Westen, Karyatyd, folgt den Bergen Richtung Osten und dann Süden. Okay. Das Glück lässt eure Armeen im Kampf manchmal glückliche Angriffe landen. Doppelter Schaden, geil. Wir müssen das ja alles abgrasen. Oh, sie kann auch nicht mehr laufen. Habe ich schon gebaut? Leute, ich vergesse immer, ob ich gebaut habe. Ich muss vielleicht immer als erstes bauen. Ich glaube, ich habe nämlich noch nicht gebaut. Neue Zaubersprüche. Guck, jetzt haben wir hier diese Zaubersprüche, oder? Jetzt können wir eigentlich Syra Stufe 1 Zauberer. Der erste Stallknecht nähert sich mit einem edlen Kriegsross. Dieses Ross wird euch helfen, auf Reisen schneller zu sein. Leider wird seine Ausdauer nach vielen heftigen Ritten abnehmen. Daher müsst ihr am Anfang der Woche zurückkommen, um ein frisches Pferd zu erhalten. Halt die Gusch. So. Nee. Nee.
Ja. Okay. Nun, das ist natürlich nicht viel, was wir hier an Armee haben. Vielleicht sollten wir da noch warten. Wie seht ihr das? Ach, das war ja das, was ich nicht machen sollte. Lol. Das war ja richtig dumm. Jesus Christ, war das dumm. Egal, zu spät. Ihr habt einige der besten Astrologen des Landes bei einer Sternachse versammelt gefunden. Ihr unterhaltet euch eine Weile mit ihnen. Stellt aber schnell fest, dass sie euch nichts Neues mehr beibringen können. What? Okay, das sollte ja wohl machbar sein. Haben wir jetzt schon die neuen Zaubersprüche? Wahrscheinlich müsste ich dafür erst in die Stadt. Stimmt's? Um die einzusacken. Oder doch nicht? Verlangsamung. Magischer Pfeil. Magischer Pfeil. Immer noch 7? 3 Angriffe? Und noch kein... Das könnte schwer werden, Leute. Die halten ganz gut was aus, wie es aussieht hier. Okay. Hey Leute, freut mich sehr, dass euch das Spiel gefällt. Ich war mir nicht sicher, wenn ich hier so die alten Kamellen auspacke, ob das überhaupt jemand sehen will. Aber umso schöner, dass es so viele da draußen gibt, die das Spiel gespielt haben oder kennen oder einfach Bock haben, sich das anzugucken. Oh, der hat meine Dings... Ihr habt vollkommen recht, Chat sagt, ich soll die kommen lassen, weil ich ja Fernkampf habe. Ich muss ja gar nicht auf die zurennen eigentlich. Das Verteidigen, bezieht sich das auf die gesamte Runde oder nur auf diese Figur? Ich glaube nur auf die Figur, was gut wäre. Lass die aushalten, ey. So, jetzt kommen die nicht ran. Jetzt schlagen wir zu. Boah, die sind krass, die Typen. Aber wir haben einfach mal 93 Pikaniere hier drin. Das ist nicht so schlecht. Erfahrungspunkte. So, jetzt können wir nämlich hier in dieses Gebiet rein. Oh, was ist denn das? Ein Beholder. Sehen. Okay. Wir sammeln das Schwefel ein. Ja? Schwefeldünne? Ne, Düne. Nicht Dünne.
Kann er da durch? Nee. Erstmal hier den Turm. Zauberkraft, Dauer und Stärke eines Zauberspruchs. Wissenspunkt. Zauberkraft plus 1. Wir wollen hier den Ring billig. Den Ring billig. Ihr betretet eine wackelige Höhle und unterhaltet euch mit dem Magier, der dort lebt. Erzählt euch von Orten nah und fern, die euch auf eurer Reise nützlich sein könnten. Ah, okay, der hat jetzt hier was aufgedeckt. Guck mal hier, auf der Minimap. Deckt der ganz viele Orte auf. Das ist ja cool. Ich soll direkt nochmal hier gucken. Guck mal hier. Alter, wie groß die Map ist, ne? Was es hier alles gibt. Übernehmen die Helden ihre Ausrüstung und Artefakte in die nächste Map eigentlich in der Kampagne? Alles andere wäre ja ein bisschen schade. Na? Achso, ich habe noch nicht gebaut, wie immer, vergessen. Was können wir bauen? Wir haben mittlerweile, kriegen wir gutes Geld dadurch, dass wir das Kapitol gebaut haben. Wir könnten sogar noch Greifenbastion. Ich mach mal Übungsplatz. Dann können wir die Kavallerie holen. Guck. So. Oh, war das gerade Gegner-Movement, was ich da gesehen habe? Christian! Kannst du nicht da... Hä, da war doch gar kein Gegner. Naja, egal. Habe ich jetzt eigentlich neue, geile Zaubersprüche? Ach nee, ich muss erst in die Stadt, ne? Mit ihm. Hier, verlangsamen. Sechs. Er hält halt nur 3 Zauberpunkte. Ja, okay, dann können wir hier vergessen. Okay, ich kann nicht mehr zaubern. Ja, auch in diesem Fall würde es wahrscheinlich Sinn machen, zu warten. Nein, natürlich nicht. Ich hätte ja angreifen können mit den Armbrustschützen. Ach, wieder immer dumm. Wie dumm, wie dumm, wie dumm. Super dumm. Nice, der geht ab, der Dude. Bisschen schwund ist immer.
So, haben wir diesen Aussichtsturm? Hatten wir schon, ja. Jetzt können wir hier, der wird allerdings bewacht von viele Zwerge. Na gut. Was ist das? Artefakt. Habe ich denn hier überhaupt noch genug Einheiten? Komm, wir müssen es probieren. Okay, aber hier, okay, wir haben nur einen Armbrustschützen. Ich müsste zaubern können auf jeden Fall. Magischer Pfeil. Guck mal, die Zwerge, die kommen kaum voran. Die schön kommen lassen. Oh. Jetzt versperrt er natürlich den Weg. Kann man hier sehen, wie viele Geschwindigkeit 3, das heißt dann wahrscheinlich 3 Felder. 1, 2, 3. Ich mich hier hinstellen, dürfte eigentlich nicht erreichen. Perfekt. Das wird eine knappe Kiste hier, Leute. Wieso sind denn das noch so viele? Habe ich hier was zum Heilen? Nee, ne? Da ist ein Tipp im Chat. Wenn bei Archern der Pfeil, in Klammern Mauszeiger, durchgebrochen ist, machst du nur halben Schaden. Oh, das ist eine sehr gute Info. Das wird echt sehr eng hier. Halt durch, du musst tanken. Aber wir schaffen es, Leute. Aha, jetzt kriegt er natürlich einen Double Move. Easy. Glorreicher Sieg. Drakon 560 Erfahrungspunkte. Und jetzt kriegen wir hier den geilen Ring. Als ihr euch heruntergekommen hätte, findet ihr das Skelett einer lange verstorbenen Hexe. Als ihr Überreste untersucht, findet ihr einen Ring mit einem Drachenauge drauf. Da ist der Drachenring plus 1. Am Finger getragen hört dieser Angriff und Verteidigung plus 1. Oha. Ja, er wird langsam. Das heißt, er wird noch sehr mächtig. Allerdings muss ich jetzt mit ihm in irgendeiner Form
muss mit ihm rekrutieren. Da komme ich sonst nicht weiter ohne Einheiten. So, wo bin ich? Ja, okay. Ja, die hat halt zu wenig Einheiten, das ist das Problem. Was war hier nochmal? Gartenenthüllung. Einmalig Wissen plus 1 pro Held. So, ich habe noch nicht gebaut tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Aufgemotzter Übungsplatz. Aber was bringt der? Aufgemotztes Wachhaus. Hellbadenträger. Kloster. Rekrutierung von Mönchen. Why not, oder? Das Dumme ist, dass man mit den Helden immer wieder in die Stadt muss. Was halt echt so ein bisschen dem Entdeckungsdrang auf der Map widerspricht, oder? Habe ich irgendwas noch nicht gepeilt. Alter Schwede, ey, wie die Zeit vergeht. Man, noch eine Runde, ja, noch eine Sache machen, noch eine machen. Ich wächte auf jeden Fall hier. Und dann schreibt mir das bitte in die YouTube-Comments auch und so. Sagt mir, was ihr davon haltet, wenn ich hier so Retro-Sachen spiele. Soll ich weiter Heroes mal zocken? Also die Map würde ich zum Beispiel noch gerne zu Ende zocken. Könnt ihr dann wahrscheinlich bei mir auf dem Uncut-Kanal gucken. Eddie Uncut. Aber ich glaube, ich werde auch mal in die anderen Teile reinschauen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet. Ob alte Adventures, Rollenspiele, whatever, schreibt's rein. Ich hab Bock auf die alte Scheiße, ey, ganz ehrlich.